So, hier an einem Samstag könnt ihr jetzt mal sehen, was so auf der Straße los ist. Nicht so viel, aber es ist ziemlich laut. Also die Ruhe von Ungarn ist vorbei, aber ist okay. Ich wollte ja wieder unter Leuten sein. Und hier versammelt man sich eben morgens dann alle vor dem Sorry-Sorry-Store mit Motorrad. Alle kommen an und reden und quatschen und alles. Trinken ein bisschen Bier, das muss auch sein. Und es wird Fleisch verkauft, Schweinefleisch. Das ist immer, läuft hier am Wochenende. Es gibt hier sehr viele wilde Hunde. Allerdings muss ich sagen, zu Ungarn weiß ich überhaupt nicht. Diese ganzen wilden Hunde sind überhaupt nicht aggressiv. Also es gibt sie, aber die sind so ganz ruhig. Weiß auch nicht. Vielleicht, wahrscheinlich bekommen die zu essen. Die Philippinen sind ja auch sehr tierlieb. Und ja, schon interessant. Wie gesagt, hier wird geredet, hier wird der Reis getrocknet. Wie jeden Tag jetzt ja die Reisernte. Und ja, wie gesagt, man muss sich natürlich vorstellen, oder ihr müsst euch vorstellen, hier ist es das ganze Jahr über heiß. Das heißt, die meisten Aktivitäten finden im Freien statt. Und das wiederum heißt, dass man sich eigentlich um die Häuser nicht so viel kümmert, die irgendwie super schön zu machen, weil man die meiste Zeit des Tages draußen verbringt. Das heißt, sie sind nicht verputzt, das ist hier nicht üblich, aber zum Schlafen geht man halt nach drin. Und überall natürlich gibt es Pflanzen. Guckt also, das ist hier meine Umgebung. Da ist, das Haus ist auch nicht verputzt. Wird hier alles abgelagert, was halt gerade ist. Wie gesagt, Leben hautnah. Kinder spielen eine große Rolle. Das mag ich auch, die großen Familien. Guckt, ist auch nicht verputzt, das Haus. Und diese Steinhäuser sind das andere. Aber genau, was ich euch gesagt habe in Ungarn mit den Lehmhäusern, was ich euch so empfohlen habe, weil da immer schön kalt ist, ist natürlich hier noch viel wichtiger eben, um das eben immer kalt zu haben. Und deswegen hat man hier die Bambuhäuser. Aber hier an der Straße finde ich jetzt mal gar keins. Obwohl es noch nicht genau ist. Beim Bambuhaus ist es immer schön kühl. Hier ist die, der Basketballplatz von der Barangay. Dort finden halt die ganzen Versammlungen statt von dem Komitat, von dem Dorf. Ja, ein wunderschöner, wieder heißer Tag wird es werden heute. Und so geht dann halt der Tag rum mit den vielen Beschäftigungen. Jetzt zeige ich euch mal das Bambuhaus. Hier zum Beispiel dieser Shop und Haus in einem. Ist eben aus Bambu gemacht und das hält eben auch die kühle Luft. Ja, es kann ein Steinhaus eben nie dem nachmachen. Überhaupt unmöglich. Hier alles aus Bambus eben. Und die Bambus natürlich hier, die haben ein Durchmesser von 10 cm oder so. Seht ihr, wie dick die sind. Also mit unserem Bambu kann man das nicht vergleichen. Hier sind ein paar Katzen. Alles lebt so nebeneinander. Ganz zufrieden. Hier, so dick sind die Bambus dann. Und wie gesagt, hier, jetzt gehe ich gerade draußen aus der Hitze rein. Es ist ganz kühl und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Gehen wir mal wieder raus. Hier seht ihr mal ein schickes Haus, nur da drin ist halt unglaublich heiß und weil es halt so ein Steinhaus auch ist und dort muss man halt dann auch die Klimaanlagen anmachen, sonst kann man da nicht überleben. Ja, hier das Feuer vor dem Haus wird verbrannt, um eben die Emissionen schön auf Null zurückzufahren. Das wird hier eben verbrannt, weil das ist der einfachste Weg, um eben um die Sachen zu beseitigen. Musik.
Was natürlich auch ganz toll ist hier, dass alles auf großen Bananenblättern eben ausgebreitet wird, also dass die Unterlage, hier in dem Fall eben das Fleisch zum Verkauf, man kann die auch essen, die Bananenblätter, finde ich eine ganz tolle Sache. Ja, hier sind die Schweine, eben verschiedene Altersklassen. Die haben jetzt gerade eben Essen bekommen, deswegen sind sie jetzt ruhig. Aber klar, wenn sie mich sehen, das war schon bei manchen Schweinen in Ungarn so, dann werden sie auch wieder laut. Hier sind die zwei Kleinsten. Schön groß können diese Hybridsorte werden, Und Schwein, guck mal hier, das dann zum Beispiel ist riesig. Das ist wirklich der absolute Hammer. Oder das, da braucht man dann auch entsprechend Platz eben. Oder das Schwein hier. Ja, hier ist der Zoo praktisch, sage ich jetzt mal. Unter dem schönen Bananenbaum sind die ganzen Hühner. Was charakteristisch, denke ich, für die Philippinen ist, auch immer ist, dass die Hähne eigentlich die ganze Zeit über krähen. Was ich finde das sympathisch, aber andere stört das. Dann sind hier die Enten, was total süß ist. Hier sind die Ziegen. Die Kleine hebe ich gerne hoch, um zu sehen. Aber sie mag das halt auch nicht richtig. Hallo, hallo. Ja, wie gesagt, hier ist immer was los.